Es ist nie der richtige Zeitpunkt. Es ist nie der richtige Tag. Es ist nie alles gesagt und es ist immer zu früh. Und doch, da sind Erinnerungen, Gedanken, Gefühle, schöne Stunden, einfach Momente, die einzigartig und unvergessen bleiben. Diese Momente gilt es einzufangen, festzuhalten und im Herzen zu bewahren. Liebe Eltern, liebe Geschwister, liebe Großeltern, liebe Zugehörige und Freunde, herzlich willkommen zum Gedenktag für Sternenkinder, verstorbene Kinder, verstorbene Jugendliche und auch verstorbene junge Erwachsene. Ich begrüße Sie ganz herzlich in den Räumen der Herzfabrik in Aich bei Treuen und im Livestream bei Ihnen zu Hause. Im Namen des ambulanten Kinderhospizdienst Westsachsen eröffne ich hiermit die Gedenkfeier und übergebe das Wort an Trixi Penker. Auch ich möchte euch begrüßen heute an diesem Gedenktag für unsere Kinder. Kinder, an die wir uns heute so ganz besonders erinnern wollen, deren Stimmen, Berührungen, Worte, Gesten, Lachen, Weinen, einfach alles, was sie ausmachte und was wir mit ihnen verbinden, all das vermissen wir so unfassbar sehr. Mein Name ist Trixi Penker und ich darf in diesem Jahr einige meiner Gedanken hier an dieser Stelle mit euch teilen. Im letzten Dezember, da stand ich auch schon hier und es ist total schön, dass heute wenigstens einige Leute vor Ort anwesend sein können. Ich habe vorhin schon gesagt, es ist ein Gedenktag für unsere Kinder. Denn auch ich oder wir als Familie zählen zu den Menschen, die ein Kind gehen lassen mussten. Viel zu früh, vor seiner Zeit, unerwartet, plötzlich oder schon geahnt, befürchtet, gefürchtet, mit Angst erwartet, Tage, Wochen, Monate oder Jahre mit ihnen verbracht, manchmal noch nicht einmal kennengelernt. Bei uns ist es jetzt bald 8 Jahre her, dass unser Sohn Amos mit 2 Jahren bei einem Verkehrsunfall plötzlich verstorben ist und damit, wie wir glauben, in sein himmlisches Zuhause umgezogen ist. Fast 8 Jahre. Das klingt ziemlich lange, aber egal, wie viel Zeit vergangen ist, ich glaube, der Moment, an dem man sagen kann, jetzt ist es wieder gut, der kommt niemals. Den gibt es einfach nicht. Als der Unfall gerade passiert war, da habe ich mir manches Mal vorgestellt und mir gewünscht, wie wird es später sein, in einem, in 5, in 10 Jahren. Ich habe mir gewünscht, diese erste Zeit überspringen zu können, mich irgendwie weiter zu beamen in eine Zukunft, in der es hoffentlich nicht mehr so weh tut. Es kam mir in diesem Moment einfach so untragbar schwer vor, diese Gefühle, sie auszuhalten. Und natürlich geht es nicht. Und das ist, glaube ich, auch gut so, weil wir müssen uns immer mal wieder den Schmerz ansehen, uns ihm bewusst aussetzen und ihn nicht wegsperren. Das ist nicht schön und auch überhaupt nicht leicht. Es ist aufreibende, harte Arbeit. Aber ich glaube, darin liegt ein Weg, vielleicht der einzige. Und indem wir diesen Weg mühsam, sehr langsam, Schritt für Schritt und immer mal wieder auch ein Stück zurück, indem wir den gehen, können wir lernen, mit dieser, unserer Geschichte zu leben.
Denn was wäre sonst die Alternative? In Angst und ständiger Anstrengung davor zu leben, dass mich meine Geschichte irgendwann einholt und mir der Schmerz im Leben dann doch wieder plötzlich begegnet. Heute kann ich sagen, wir sind immer noch Lernende im Umgang mit all dem, was unsere Geschichte mit Amos ausmacht. Das wird wahrscheinlich nie aufhören, aber es gelingt uns oft auch schon ganz gut. So haben wir in diesem Jahr zum Beispiel ein großes Fest mit Familie und Freunden gefeiert. Und ganz bewusst haben wir dabei eine Stelle im Raum mit Blumen und Bildern und Kerzen unserem Amos gewidmet. Und wir haben auch von ihm gesprochen, Erinnerungen geteilt. Denn er ist und bleibt Teil unserer Familie und damit der Schmerz auch Teil unseres Lebens. Aber auch für uns als Familie gibt es immer wieder Momente, in denen es schwierig ist. In diesem Jahr waren das zum Beispiel Abschiede, die wir erleben mussten und die wir so nicht gewählt oder in der Form, wie sie abgelaufen sind, nicht gestaltet hätten. Und plötzlich waren wir wieder mittendrin, in dem Schweren und der Trauer. In solchen Momenten sind wir dankbar und überhaupt für die Menschen, die auch nach dieser gefühlt langen Zeit von 8 Jahren immer mal wieder sagen, wir denken an euch und wir denken an Amos, er ist nicht vergessen. Menschen, die beispielsweise an seinem Geburtstag denken oder die uns an Amos Todestag Blumen vorbeibringen, die uns fragen, wie es uns geht und es auch wirklich wissen wollen. Ich kann die Menschen verstehen, die all das meiden, weil sie meinen, nicht die richtigen Worte zu finden, die aus Angst vor den Emotionen, die ihnen dann entgegenkommen könnten, diese Kiste lieber zulassen. Mir ging es früher nicht anders, aber es geht gar nicht darum, gute Worte zu finden. Dieses kleine Signal, ich bin da für dich, ich höre dir zu, wenn du reden möchtest. Ich halte dein Schweigen aus, wenn dir die Worte fehlen. Ich nehme dich in den Arm. Ich weine mit dir. Das ist so wertvoll. Im letzten Jahr, da hatte ich hier erzählt, dass wir das für uns echt große Projekt Grabstein in Angriff genommen hatten. Und tatsächlich, wir haben es mit der Hilfe eines tollen Steinmetzes in diesem Sommer endlich zum Abschluss gebracht. Bis dahin war es für uns ein weiter Weg. Emotional anstrengend und aufwühlend, längst verblasste Erinnerungen wieder hervorbringend. Ich weiß nicht, ob wir es ohne den Druck, ein vergammelndes Holzkreuz auf dem Grab, ich weiß nicht, ob wir es ohne diesen Druck in Angriff genommen hätten. Aber ich glaube, manchmal braucht es so einen Anstoß von außen, einen gewissen Druck, eine Herausforderung, noch einmal hinzusehen, loszulaufen, vielleicht auch Schmerz zu fühlen. Und dann kann man nur staunen, wie sich in all dem neue Perspektiven auftun und auch Schönheit und Wertvolles zu entdecken ist. Für unseren Stein hieß das, wir durften ihn selbst entwerfen, haben ihn unter fachkundiger Anleitung und Hilfe aufgezeichnet und dann in ein original großes Modell gebracht, was wir sogar an Amos Grab schon einmal aufstellen, ausprobieren konnten. Auch in die Anfertigung wurden wir mit Hilfe von Fotos immer wieder einbezogen. Natürlich waren wir beim Aufstellen dabei. Und in all dem haben wir gemerkt, wie viel Wert für uns im praktischen Tun steckt und wie gut wir dabei unsere Gedanken und Gefühle sortieren können. Über das Motiv für den Stein haben wir sehr lange nachgedacht. Wir wollten etwas, was zu unserem Amos passt, was ihn ausgemacht hat und gleichzeitig aber auch unsere Hoffnung auf ein Leben in Gottes Ewigkeit widerspiegelt. Nach vielem Überlegen sind wir schließlich auf eine Pusteblume gekommen. Ich sehe Amos noch heute vor mir, wie er versucht, die Schirmchen mit den Samen aus der Blume zu pusten. Neben der notwendigen Luft kommt dabei jede Menge Spucke aus seinem Mund und wir alle haben unsere Freude daran. Ja, diese Blume passt zu Amos.
Aber für uns ist noch mehr in diesem Bild enthalten. Samen, die wegwehen. Für uns sind sie unwiederbringlich fort. Kein Mensch könnte all diese Minisamen wieder einsammeln. Und das, was übrig bleibt, die leere und verblühte Blume, die sieht nicht mehr besonders schön aus. Dabei trug sie doch gerade so viel Leben in sich. Ist unserem Amos einfach das Leben davon geweht? Das könnte man so sehen, und doch, es ist nicht unser Blick auf die Dinge. Denn auch wenn wir es im Moment nicht sehen, so wissen wir, doch der Same verbreitet sich. An anderen Orten entsteht aus den kleinen Körnchen etwas Neues, Wunderschönes, Wachstum und Leben. Und so glauben wir, und es ist unsere Hoffnung, dass in all dem, was geschehen ist, neues Leben entsteht. Mit einem dankbaren Blick auf die Spuren, die Amos kurzes Leben und sein Sterben in unserer Familie hinterlassen hat. Und im Bewusstsein, dass diese Lücke bleibt, möchten wir nach vorn sehen. Und das haben wir versucht, in diesen Stein reinzupacken, bis wir uns im Himmel wiedersehen. Wenn ich von Hoffnung spreche, dann meine ich nicht Optimismus, dass sich die Umstände irgendwie zum Besseren wenden werden, sondern ich meine die Hoffnung, wie sie die Bibel beschreibt, auf einen Gott, jetzt in dieser Zeit vor Weihnachten besonders greifbar in einer Person, in Jesus Christus, dem kleinen Kind, mitten in Armut und Elend. Hoffnung auf ihn, durch dessen Kommen auf diese Erde alles neu geworden ist. Das ist unsere Entscheidung. Darauf wollen wir vertrauen, ihn wollen wir erwarten. Wir werden heute im Gedenken an unsere Kinder eine Kerze anzünden. Lichter anzuzünden, das gehört zu diesem Tag und es gehört auch zu dieser Zeit, dem Advent. Und die Dunkelheit, die ist manchmal ganz schön groß. Jetzt in dieser Jahreszeit sowieso, aber auch die Dunkelheit in unserem Innern, die kann so viel Raum einnehmen. Wir können uns heute, auch an jedem anderen Tag, aber ganz besonders heute dafür entscheiden, dieser Dunkelheit ganz bewusst ein Licht entgegenzusetzen. Neben all der Trauer und dem Schmerz, die die Erinnerung an unsere Kinder hervorrufen, auch auf das Schöne und das Dankbarmachende blicken. Es ist ein kleiner Schritt. Und ich möchte dich sehr ermutigen, der Dunkelheit etwas Wärme und Licht zu begegnen. Hallelujah.
Liebe Trauernde, liebe vom Leben Enttäuschte, liebe zaghaft Hoffende, wir sind hier zusammen einander unbekannt und doch verbunden in der Trauer um ihr Kind, ihr Enkelkind, um Bruder oder Schwester. Sie wagen es, ihre Trauer und ihre Verzweiflung sichtbar zu zeigen und mit anderen auszuhalten. Wir trauern mit ihnen um ihre Kinder, die nie einen Fuß auf die Erde setzten und dennoch Spuren hinterließen, genauso wie um die Kinder, die nach Wochen, Monaten oder Jahren gestorben sind. Warum trauern wir? Wir trauern, weil wir lieben. Wir trauern, weil wir einen geliebten Menschen verloren haben und nun nicht mehr lieben dürfen und doch weiter lieben wollen. Das macht uns so unendlich traurig, weil alles, was wir noch erleben wollten, nun nicht mehr möglich sein wird. Sie hätten gerne gewusst, wer dieses Kind ist und geworden wäre, hätten so gern ihre Liebe gezeigt und wären mitgegangen beim Groß und größer werden. Wir können und wollen nicht begreifen, dass ihr Kind sterben musste. Unmittelbar nach dem Tod ist dieses Nicht-Begreifen-Können ganz mächtig. Immer wenn wir diesen Tod begreifen wollen, greifen wir ins Leere. Die Abwesenheit des geliebten Kindes ist zwar ständig mit Händen zu greifen, aber unser Herz begreift es nicht. Die Liebe will das verstorbene Kind festhalten und bei sich behalten. Das ist eine ganz starke, brennende Liebe. Es ist aber auch eine verzweifelte Liebe. Sie wehrt sich gegen den Tod und genau diese kämpferische Liebe ist nötig, um diesen Schmerz überhaupt zu überleben. Der Schmerz zeigt, wie groß die Wunde ist, die in ihrer Seele und in ihrem Herzen klafft. Und zugleich spüren sie in diesem Schmerz ihr Kind. Das ist wie so eine Art Phantomschmerz, ja, in dem ihr Kind nicht nur abwesend ist, sondern eben auch anwesend. Und in dieser rasenden Sehnsucht drückt sich ihre Liebe zu ihrem Kind aus. Der Kern der Trauer, ihre innerste Glut, ist die Liebe zu ihrem Kind. Das ist so paradox, dass die Trauer nicht nur Ausdruck und Gefühl für die äußere Abwesenheit ist, sondern auch Ausdruck und Gefühl für die innere Anwesenheit. So viele Hoffnungen brechen mit dem Tod eines Kindes zusammen und so vieles bricht auf. Ohnmacht, Hilflosigkeit, Wut, manchmal auch Scham oder Schuldgefühle, Vorwürfe an Gott, an das Leben,
an sich selbst, an wen auch immer. Und so viele Fragen. Warum wir? Warum unser Kind? Warum? Und dann nochmal die andere Frage, und wo ist jetzt unser Kind? Und geht es unserem Kind jetzt gut? Und ich möchte diesen Fragen kurz nachgehen. Das erste, die Warum-Frage. Diese Warum-Frage ist ein wütender Protest gegen den Tod des geliebten Kindes. Die Liebe empört sich gegen den Tod. Wir hadern mit dem Leben, mit Gott hat er doch den Tod des Kindes nicht verhindert. Ein Kind entsteht auf wundersame Weise, um wieder zu sterben. Wo soll da ein Sinn sein? Ich persönlich halte überhaupt nichts von der Forderung, in allem einen Sinn zu entdecken. Ich habe das Kind eines Ehepaares beerdigt und nach knapp 2 Jahren hat das Ehepaar, was sehr mit dieser Frage gerungen hat, mir einen Brief geschrieben und ich darf etwas daraus vorlesen, das hat mir das Elternpaar gestattet. Und die Eltern schrieben mir, nein, der Tod unserer Tochter bleibt für uns sinnlos, wir verstehen ihn nicht und wir wollen ihn auch nicht mit einem Sinn versehen. Ja, der Tod unserer Tochter hat in uns Entwicklungen hervorgebracht, die wir ohne ihren Tod nicht gemacht hätten. Und doch hätten wir gern darauf verzichtet, würde nur unsere Tochter noch leben. Es gibt nichts, wofür unsere Tochter hätte sterben sollen und müssen. Nichts ist so wertvoll, als dass ihr Tod auch nur annähernd dadurch gerechtfertigt wäre. Der Sinn, der uns von unserer geliebten Tochter geschenkt war, ist nach ihrem Tod durch keinen anderen Sinn zu ersetzen. Das haben die Eltern geschrieben und das ist eine vollkommen legitime, mögliche Position. Aber die hat auch einen Preis. Die Eltern müssen die Sinnlosigkeit aushalten und der Kampf gegen die Sinnlosigkeit ist erstens letztlich vergebens und vor allem kostet er enorm viel Energie. Der Kampf blockiert die Liebe zum verstorbenen Kind. Er zehrt an den Kräften der Liebe. Je mehr ich gegen etwas kämpfe, desto mehr halte ich es fest. Und wenn ich etwas festhalte, kann es sich nicht wandeln. Deshalb, das wäre eine andere Position, könnte man versuchen, dem Schicksal und dem Weg des Kindes zuzustimmen. Und dieser Prozess der Zustimmung, und das finde ich persönlich eigentlich den schwersten Punkt auf dem Weg der Trauer, beginnt damit, dass ich mir als Trauernder eingestehen muss, dass ich niemals wissen kann, warum mein Kind sterben musste. Und nach meinem Eindruck kommt das zu selten in den Blick. Der Weg ihrer verstorbenen Kinder ist nicht zu Ende. Was wir überblicken, ist der Weg bis zum Tod. Was wir für unser Kind hoffen und glauben, ist der Weg über den Tod hinaus zu einem Ort des Friedens. Das heißt, wenn wir nur auf das Sterben und den Tod des Kindes schauen, verkürzen wir dessen Weg. Das Leben ihrer Kinder ist größer als das, was wir unmittelbar sehen. Und der Blick auf das Ganze seines Wegs, von der Geburt bis hin zu einem letzten Aufgehobensein, kann es mir vielleicht erleichtern, den Weg meines Kindes zuzustimmen. Ich denke, es macht einen Unterschied, wenn ich sagen kann, ja, so ist es. Und ich werde es nie begreifen. Und wenn ich dieser Unbegreiflichkeit ganz leise zustimme, ganz zaghaft, ja, das ist ein Prozess, dann geht meine Energie, meine Liebe nicht mehr in diese ergebnislosen Verstehensversuche, sondern fließt meinem Kind direkt wieder zu. Das ist eigentlich paradox. Je besser mir das gelingt,
desto näher bin ich meinem Kind wieder. Und es wurde vorhin auch gesagt, ein Rest von Auflehnung darf bleiben, muss bleiben. Immer wieder wird es diese Augenblicke geben, wo wir uns an das Geschehene erinnern und entsetzt sind und fassungslos. Und diese Fassungslosigkeit gehört dazu und bewahrt uns vor einer Alltäglichkeit. Immer dann, wenn diese Unfassbarkeit nochmal kommt, und Sie haben es ja vorhin gehört, das hört nicht auf, ist es klug, sich der bewusst nochmal zu stellen und sie zuzulassen. Es macht das Ungeheuerliche, das Ihrem Kind und Ihnen geschehen ist, immer wieder deutlich. Und das verhindert, dass wir so leben, als wäre nichts geschehen. Es ist etwas geschehen, nämlich das Schlimmste. Und das hat alles verändert. Bis heute. Und das wird so bleiben bis ans Ende der Tage. Die zweite Frage: Ihr Kind ist nicht mehr da und es ist nicht mehr hier. Und als Gegenimpuls bricht die Frage auf: Wo bist du jetzt? Und dahinter, das ist sozusagen schlechte Trauerbegleitung, steht die Frage: Wohin kann ich mein Kind loslassen? In schwierigen, problematischen Trauerbegleitungen hören Sie manchmal den Satz: Ihr müsst endlich mal loslassen. Oder lasst doch einfach los. Oder ihr kommt nicht weiter, weil ihr nicht loslasst. Es geht nicht darum, das Kind loszulassen. Welche Mutter, welcher Vater, welches Geschwisterkind könnte sein geliebtes Kind loslassen? Solange man diese Frage nicht beantworten kann, wird das Loslassen als ein Loslassen ins Vergessen oder ins Nichts verstanden. Aber Trauerarbeit ist im Kern die Suche nach einem Ort für den Verstorbenen, an dem er aufgehoben und geborgen ist. Ich kann mein Kind freilassen, wenn ich weiß, dass es für ihn einen sicheren Ort gibt, wohin ich es gehen lassen kann. Äußerlich haben Sie Ihr Kind loslassen müssen, innerlich wird es bei Ihnen sein und bleiben. Jede Mutter, jeder Vater, jedes Geschwisterkind kann diesen Ort suchen, finden und bewahren, hat ganz eigene Gedanken und Vorstellungen. Entscheidend ist, dass sie spüren oder gar wissen, wo ihr Kind ist. Am Sternhimmel, in Gottes Hand, unter ihrem Herzen, im Grab, in der Natur, dort, wo es immer glücklich war, wo es gern gespielt hat. Ich habe in einer Trauerbegleitung eine Mutter gehabt, da ist der Sohn mit 18 Jahren verstorben und die hat mir einen Traum erzählt und ich darf den auch hier erzählen, das hat sie mir gestattet. Und sie träumt, dass ihr der Sohn im Traum erscheint und sie sieht ihn vor sich. Ja? Und sie sagt, ich spüre, dass er weggehen will und ich sage zu meinem Sohn, bleib da. Kommt zu mir. Und der Sohn sagt zu der Mutter, ich muss gehen. Und sie sagt nochmal, bleib da, bleib bei mir. Und dann sagt mein Sohn, ich gehe, ich bin doch immer bei dir. Ich gehe, ich bin doch immer bei dir. Das ist in ganz vielen Träumen so, wo die Kinder nochmal erscheinen. Es ist ein Hinweis darauf, dass es dieses innere Bleiben gibt. Das ist möglich. Es ist kein Umarmen, kein Fühlen der Haut, kein Hören der Stimme, kein Schauen des Gesichts. Es ist anders als früher. Aber ich kann mein Kind im Äußeren verabschieden, weil ich weiß, dass es in meinem Inneren unauslöschlich da ist und bleibt. Und irgendwann, Sie haben es vorhin gehört, aus diesem stetigen Erinnern wird ein Verinnern. Sie haben Ihr Kind dann hier. Dort ist es sicher und gut aufgehoben. Im Herzen, in der Seele, in der Liebe. Ich weiß nicht, wie Sie heute da sind,
Auch wenn sie nicht an ihrem Verlust zerbrochen sind, zerbrach etwas in ihnen. Das Vertrauen in die Welt, ins Leben ist erschüttert. Und auch hier gilt, statt dagegen anzukämpfen, ist es besser, das Gebrochene in mir anzuerkennen. Das wird immer wieder schmerzen, Sie haben es gehört. Und christlich gesprochen sind wir damit nicht allein. Hiob, der alles verloren hat und den Gott nicht erhört hat. Noah in der Flut, die Jünger im Sturm. Jesus, der sich am Kreuz von Gott verlassen fühlte und ihm als letztes ein Warum entgegenschrie. Aber im Schrei, im Warum, mit Gott und dem Leben verbunden blieb. Glaube garantiert mir kein gelingendes Leben. Aber er bietet mir einen anderen Umgang mit dem, was mir passiert. Das heißt, so deute ich das, Glaube ist nicht die Antwort auf alle meine Fragen, auch nicht auf die Frage, warum das Kind gestorben ist. Aber Glaube kann die Kraft sein, das Fehlen einer Antwort auszuhalten. Und in der Bibel finden sich dafür starke Bilder. Das Verlorene wird gefunden. Abgebrochenes Leben wird weitergeschrieben. Was verdorrt ist, blüht wieder auf. Namen bleiben bewahrt. Durchkreuzte Wünsche, begrabene Hoffnungen erfahren Auferstehung. Es gibt keinen Tod, der nicht zum Leben verwandelt werden kann. Und das Entscheidende, der Auferstandene ist an seinen Wunden, an seinen Wundmalen erkennbar. Das heißt, der Tod ihres Kindes hat sie für immer gezeichnet. Und sie haben Wunden davon getragen. Und sie sind ein anderer geworden. Und in ihnen, in diesen Verletzungen, ist ihr Kind auch eingeschrieben und eingezeichnet. Auch deshalb können sie ihr Kind nicht verlieren. Das Gebrochene in ihnen bleibt eine offene Stelle, in der sich ihr Kind finden lässt. Und ich habe eine Familie, die zu Weihnachten folgendes Ritual macht. Ja, Heiligabend wird aus dem Weihnachtsbaum ein Stück Zweig herausgeschnitten. Und nach der Bescherung geht die Familie ans Grab ihres Kindes und legt den Zweig ab. Wenn man auf diesen Baum schaut, hat der Baum eine Wunde. Der Zweig ist ausgeschnitten. Da ist eine Lücke. Und die Lücke erinnert an das Abwesende, an das verstorbene Kind. Und zugleich macht die Lücke deutlich, dass es da ist. Die Wunde, die das verstorbene Kind hinterlässt, wird so sichtbar. Und so wie dieser Zweig am Baum fehlt, so fehlt das Kind in der Familie. Aber mit der Leerstelle ist das Fehlen deutlich und seine Anwesenheit wird gerade dadurch deutlich. Wenn die Liebe zu ihrem Kind groß war, dann bleibt die groß. Dann bleibt die groß. Auch dann, wenn sie unerfüllt bleibt und sie die Liebe nicht leben können. Eine große Liebe glaubt ganz fest an die Erfüllung. Wenn nicht in diesem Leben, dann in einem anderen oder in einer anderen Seinsweise. Die große Liebe ist nicht an dieses begrenzte, endliche Leben gebunden. Und der eigentliche Trost, nicht wir halten diese große Liebe, sondern die große Liebe hält uns. Amen. Ich lade Sie ein, dass wir nochmal 2, 3, 4 Minuten in die Stille gehen.
An diesem Weltgedenktag für Sternenkinder stellen Menschen auf der ganzen Welt um 19 Uhr eine Kerze in ihr Fenster, um an das verstorbene Kind zu erinnern. Während die Kerzen in der einen Zeitzone erlöschen, werden sie in der nächsten entzündet, sodass ein Lichtstrom 24 Stunden lang die ganze Welt umringt. Jedes Licht steht für das Wissen, dass diese Kinder das Leben erhellt haben und dass wir sie nie vergessen werden. Das Licht steht auch für die Hoffnung, dass die Trauer das Leben der Angehörigen nicht für immer dunkel bleiben lässt. Für alle geborenen und ungeborenen Kinder mit und ohne Namen zünde ich jetzt ein Licht an. Bevor wir uns aus dieser Übertragung verabschieden, wollen wir Gott um seinen Segen bitten. Gottes Trost sei in dir wie ein Licht, besonders an dunklen Tagen. Gottes Trost erfülle dich mit der Gewissheit, dass Verändern nicht vergessen heißt. Gottes Trost schenke dir Frieden in deinem Verlust. Gott sei vor dir, wenn du den Weg nicht weißt. Gott sei neben dir, wenn du unsicher bist. Gott sei über dir, wenn du Schutz brauchst. Gott sei in dir, wenn du dich fürchtest. Gott sei unter dir, wenn du fällst. Gott sei um dich wie ein Mantel, der dich wärmt und umhüllt. Gott segne und behüte dich und schenke uns allen seinen adventlichen Frieden. Amen.